So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video. Mein Name ist Bambusleitung und heute mal mit einem richtig krassen Pappstumper-Gameplay. Ja, normalerweise seid ihr eigentlich die Nuklear-Gameplays und alles von mir gewohnt, aber ich dachte mal, so eine kleine Abwechslung mit einem Highscore-Gameplay ist mal nicht schlecht. Das Gameplay ist halt entstanden in so einer Zeit, wo ich auf ein 200-Plus-Gameplay gegangen bin im Multiteam, was ich doch dann auch einmal episch mit 198 Kills gefailt habe. Aber darüber brauche ich mich jetzt nicht noch im Nachhinein aufregen. Heute im Hintergrund 178 Kills mit einer 68er Gunstreak. Also ja, auch relativ viele Gunkills dabei. Ich hoffe auf jeden Fall, das Gameplay gefällt euch. Und ich sage jetzt noch ganz kurz, falls es den einen oder anderen gibt, der wieder meint, das Gameplay wäre in irgendeiner Hinsicht gefaked oder geboostet oder sonst was, der kann sich das Video oder das komplette Gameplay gerne in meinem Kinomodus oder über Elite anschauen und dann aus jeder Perspektive von jedem Gegner nachforschen. Und wird dann sehen, dass das Gameplay ganz normal erspielt ist. Ich hatte halt echt extrem Glück mit der Lobby, dass die Gegner komplett behindert waren, aber das gehört einfach zu so einem Gameplay dazu. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, dass ich hier die 200 Kills nicht erreicht habe, weil eigentlich war das schon die perfekte Lobby, aber am Anfang habe ich halt ein bisschen versagt und ja, dann bin ich auch einmal einen vom Orbitalsatelliten und einmal einen vor den Hunden gestorben. Aber na, ich will mich echt nicht beschweren über das Gameplay. Ich denke mal schon, dass es relativ in Ordnung geht. Ist auch ja recht anschaulich, hoffe ich zumindest. Und das dazu, ich habe mir heute ein kleines Thema überlegt. Das Video soll halt über den Visca 96 Barca, Impact X Barca, Anton, ich denke mal, ihr kennt ihn alle, gehen. Ist auf jeden Fall mittlerweile ein richtig großes Tier, zumindest in der COD-YouTube-Community geworden, sag ich jetzt einfach mal. Sein Abonnentenwachstum ist in letzter Zeit besonders richtig krass. Ich kannte ihn mit ungefähr 2000 Abonnenten oder ungefähr als er 1800 Abonnenten hatte, habe ich ihn so kennengelernt, habe ihn dann mal in der Lobby im Multiteam getroffen. Dann hatte ich halt Glück, ich hatte so eine 3er-KD und früher war das noch was Besonderes, als noch nicht jeder ein Tryharder war. Und dann habe ich ihn halt so gefragt, ob ich ihn adden darf und ich kannte ihn so vorher noch gar nicht auf YouTube. Ich habe einfach nur gesehen, er hatte auch eine gute Quote und da habe ich halt immer mit Leuten, so nach Leuten gesucht, die einfach gut zocken können. Dann hat er mich halt eines Glückes angenommen und dann hat man ab und zu mal zusammen gespielt und alles und so habe ich ihn halt kennengelernt. Und ja, ich kann ihn halt schon relativ gut einschätzen, da ich ihn auch schon lange besonders auf YouTube halt verfolge. Ich schaue mir eigentlich so ziemlich jedes Video von ihm an und mir ist aufgefallen, er ist eigentlich immer gleich geblieben. Er ist nie halt abgehoben, weil es gibt ja immer den einen oder anderen YouTuber, der da komplett arrogant wird durch seine Abonnentenanzahl und bildet sich dann auf Subs was ein. Und da geilt sich dann auf den ganzen Abonnenten auf und ja, denkt halt einfach, er ist ein besserer Mensch. Und Barca hat halt nicht so einer, er ist immer gleich geblieben, schon ja, seit ich ihn halt kennengelernt habe. Dann ein weiterer korrekter Faktor an ihm ist einfach, er pusht nicht ständig rum mit seinen Gameplays, weil es gibt ja auch wieder den einen oder anderen YouTuber, der halt nur mit seinen Gameplays angibt und dann die ganze Zeit behauptet, wie krass er doch ist und wie toll er ist. Und ich bin halt der Meinung, man braucht nicht rumpushen in seinen Gameplays, wie toll man ist, weil alle, die wirklich Ahnung haben von COD, sag ich jetzt einfach, oder die selber aktiv zocken, die wissen genau, dass man, oder die sehen ganz genau, dass man, ob man ein guter Spieler ist oder ob man kein guter Spieler ist. Und ja, deswegen finde ich auch korrekt von ihm, dass er halt nicht die ganze Zeit nur mit seinen Gameplays angibt, obwohl er halt ein richtig krasser Spieler ist und auch einen richtig extrem hohen Gameplay-Standard hat. Dann muss ich noch sagen, ich hatte ja auch mal eine Zeit lang die schnellste Double-Nuklear der Welt im Multiteam. Und ja, die hat Barca dann jetzt vor kurzer Zeit mal geknackt. Und das Schlimme ist, es ist sogar in 6 gegen 6 und dann noch sogar in Solo entstanden. Also das ist für mich echt unbegreiflich, wie man sowas erreichen kann, weil ich bin halt so ein Typ, der spielt fast nur Multiteam, nicht so viel Solo oder Bodenkrieg oder so, ist eigentlich nicht so mein Modus. Ich spiele halt am liebsten einfach mit Kollegen, da es mir so einfach am meisten Spaß macht und auch wenn es im Multiteam nicht immer leicht ist, Spaß zu haben beim Zocken, spiele ich trotzdem einfach Multiteam am liebsten, weil wenn man mal eine richtig geile Lobby gefunden hat, dann kann man die Gegner auch richtig zerstören, wie es auch hier eigentlich im Gameplay der Fall ist. Geht echt klar, das Gameplay. Und ja, ich bin halt so ein Typ, ich zock fast nur mit Kollegen, da es mir einfach wichtig ist, dass man nie vergisst, mit wem man angefangen hat zu zocken, mit wem man halt am Anfang gezockt hat, bevor man noch kein YouTube gemacht hat. Ich mache ja noch nicht allzu lange YouTube und ich hatte halt immer meine Leute, mit denen ich gezockt habe. Und das hat sich dann irgendwie so, also ich wollte nie so, dass sich das entwickelt, dass ich gar nicht mehr mit den Leuten zocke. Oder zum Beispiel, ich lerne jetzt neue YouTuber kennen und dann zocke ich halt nur noch mit denen und vernachlässige halt meine alten Kollegen. So einer wollte ich halt nie werden und ja, da war mir auch so der Fame eigentlich ein bisschen egal. Aber in der Hauptsache, ich habe wieder mit meinen alten Kollegen gezockt, die ich schon lange kenne, wo ich genau weiß, wer wie drauf ist und ob man sympathisch ist. Ich bin auch so einer, ich brauche keinen Typen, der Dauer-Orbi alleine macht. Ich brauche einfach nur Leute, die einfach sympathisch sind und die nicht nur rumschreien und nur ausrasten und so. Ich brauche einfach sympathische, nette Leute. Dann Barca
ist ja Barcelona und Bayern-Fan. Das ist zwar nicht ganz so optimal, aber ist halt echt lustig. Vielleicht wird er ja noch zum Duisburg-Fan. Kann man ja noch da was dran ändern, weil wer möchte nicht am liebsten Fan von einer Drittligamannschaft sein? Ich denke mal, das ist der Traum von jedem. Und ja, ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel anzusprechen. Ist einfach nur richtig krass, wie er sich halt in letzter Zeit entwickelt hat. Einfach nur ein Lob, dass er einfach immer noch der gleiche geblieben ist, wie mit, als er, also wie als er 2000 oder 1000 Abonnenten hatte. Auf jeden Fall ein richtig sympathischer Typ. Sein Aiming und alles, ja, dazu brauche ich eigentlich nicht viel sagen, weil alle, die ein bisschen Ahnung haben, sehen, was für ein, ja, krasses Aim und Movement und alles er hat. Aber ich werde es hier auch nicht rumschleimen oder so ein Scheiß. Das müsst ihr einfach selber entscheiden, aber ich denke mal, das wissen auch viele von euch. Ja, ich. Gameplay geht jetzt noch knapp eine Minute ungefähr. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen, über viele Bewertungen. Und schreibt mir halt in die Kommentare, wie ihr das Gameplay, wie ihr das Commentary fandet. Falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, lasst sie mir da. Ich bin jetzt hier gerade richtig mies gestorben, selber durch mein eigenes C4. Und hier seht ihr, ich habe gerade das C4 auf den Boden geschmissen. Das liegt einfach daran, dass mein Controller noch manchmal rumspinnt. Es halt, läuft halt nicht immer komplett flüssig, da ich ihn einmal gegen die Decke geworfen habe. Aber ja, ich bin dann für heute mal raus. Ich wünsche euch echt noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Haut rein, Jungs.